bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Das Übliche. Da ist meine Sonnenbrille. Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Es ist Neo. Wo ist Mr. Smith? Ja, mit den Schmerzmitteln. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Ich gucke sofort auf den Anrufbeantworter. Oder beziehungsweise höre das sofort ab, aber wir gucken einmal hier rum. Schicke Kamera und drei Objektive. Zwei Kameras. Oh, Moment. So, sorry. Kann ich die Glotze einschalten? Hier ist Thomas Zane. Alan Wake. Ich habe auf dich gewartet. Du kamst in die Stadt und verbreitest Dunkelheit. Hast Dunkelheit verbreitet, so einfach. Und ich schenke ihr das Licht. So wie ich es dir schenke. Na gut. Eine neue Nachricht. Al, schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein! Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben, aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Hör zu, ich sage dir das als Freund. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, Herr. Sieh dir die Show an. Ah, ich kann die Glotze doch einschalten. Sehr gut. Die Glotze. Kann ich aber nicht hinsetzen. Danke sehr, vielen Dank. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch The Sudden Stop. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Hey, es liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Das mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den zwei Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen, es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten.
jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miese, piedriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, tatsächlich. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft in der Nacht. Jede Menge Partys und... Sie haben sich mit einem Paparazzo Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake, schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam. Eh? Danke. Und für die Musik sorgte die Band Poets of the Fall. Danke und gute Nacht. Wenigstens war ich lustig. Ich sagte mir, dass ich damit leben könnte. Hey Schatz, hast du dir die Show angesehen? Ich habe nichts Dämliches gesagt, falls du das meinst. Okay, du Buffel. Willst du eine Aspirin? Geht es jetzt um die Trinkerei? Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja, du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm Ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Viel Glück, Al. Wir sehen uns später. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben, eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Begeben wir uns in die letzte Schlacht, ne? Wenn der Klicker natürlich Tageslicht machen kann, dann ist das doch easy, oder nicht? Licht an. Und
Later, Bitches. Alice, du kommst ja jetzt raus. Oder, es muss wahrscheinlich Nacht sein, damit die Hütte da ist. Ja, ich sehe das schon kommen. Guck grad, ob hier irgendwas rumliegt. Da ist nur ein anderes Auto. Wahrscheinlich, wenn man das jetzt zu Schrott gefahren wird, warum auch immer. Aha, ein Pfeil. Uah. Noch ein Pfeil. Hier sollte Loot sein, aber hier ist keiner. Ich habe auch keine Taschenlampe dabei. Ah, hier ist Loot. Nevermind. Sehr gut. Einmal drehen. Boah, das war knapp. Genau gepasst da. Ich wollte schon links abbiegen, aber ich sehe gerade, da ist nur bergab. Noro. Ah, fuck. Ah, das ist eine Schramme. Ja, ist egal. Ist Barrys Auto. Natürlich. Im Dunkeln eine Blockade. Wer hat damit gerechnet? Und Krähen. Das Dunkel hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte die Gegenwart immer näher. Muss ich jetzt also füttern? Ich werde ihre Frau töten. Wo ist der Klicker? Wenigstens habe ich doch eine Taschenlampe dabei. So, hier wird mal ein bisschen Polizeigewalt angewendet. Hände hoch oder ich schieße. Ach, egal. Hände hoch oder unten, ich schieße trotzdem. Benutze doch nochmal den Klicker, verdammt nochmal. Klicken! Das Dunkel versuchte nicht mehr, den Schriftsteller zu fangen, damit er das ersehnte Ende verfasste. Der Schreiber wusste zu viel. Er war zu stark und trug eine Waffe, die Thomas Zane hinterlassen hatte und die das Dunkel verletzen konnte. Jetzt tat es alles, um den Schreiber davon abzuhalten, Cauldron Lake zu erreichen und damit seinen finsteren Ursprungsort. Okay, das ist ein Auto. Wenn da wenigstens ist das hier. Schnell hier rein. So, ich muss zum Cordon Lake. Ich habe hier keine Zeit für diese Spielchen mit Geistern und Schatten und sonstiges. Wer hat denn so geparkt? Vor allem, warum stehen hier... Ja, Entschuldigung. Warum stehen hier überhaupt überall Autos? Weißt du, du kommst ja nirgendwo ohne Auto hin, aber die stellen alle ihre Autos überall ab. Hey, behalte den Dreck bei dir. Was ist denn hier oben? Eine Tanke. Hallo, fahr. Ja. Parklücke war zu klein, deswegen konnte ich nicht gut einpacken. Einparken. Wem gehört das hier? Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Ah. Oh, guck mal die Bilder. Er hatte alle unter Beobachtung, ne? Nur nicht Alice. Aber er hat Blendgranaten gehabt, sehr schön.
gar nicht mal so schlecht, die Sachen mitzunehmen. Ich hätte es geglaubt. Weg von meinem Auto, du Schlawiner. Jetzt noch so ein Notfallkoffer. Alles mitnehmen. Wir können alles in den Kampf gebrauchen. Ein nettes Jagdgewehr oder so wäre noch geil. Ich möchte einchecken, hallo? Der Unterschrift im Hotelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt. In Zimmer Nummer 2. Ja, das nehme ich auch. Das haben wir durchsucht. Was ist hier? Okay, da kann man nur reingucken, aber nicht reingehen. Auch nur gucken, nicht anfassen. Kannst du gucken. Oh! Das ist doch mal... sehr schön. What the fuck? Oh, shit! Mein schönes Auto! Mein schönes Auto! Hört auf mit Sachen auf mich zu werfen. Okay, das ist absoluter Scam hier. Achso, da soll ich auch gar nicht lang gehen. Er dreht sich sofort um. Ich muss nur ins Licht schaffen. Ich muss es nur ins Licht schaffen. Oh nein, hier fliegen gleich die Autos auf mich. Ja, mit der Fackel. Kann ich hier oben lang gehen? Über die Final Destination Dinger? Nein, natürlich nicht. Hauptsache, er spawnt mich wieder hier. Shit! Jungs! Hürdenlauf! What the fuck is going on? Ah! Ich komme nicht mehr raus, ich komm... It's a trap! Mann, der Hürdenläufer hat mich aber auch getrappt. Was ist das denn für eine Scheiße? Na toll. Leute, ja, habt ihr Respekt vor, ne? Ihr Pfeifen. Wer hat denn eine Axt bei dir, Junge? Wie außerdem die Fackel da hingelegt. Minus 1. Aber wenn du nicht weißt, welches davon einstürzt. Aua, verdammt nochmal. Welches davon einstürzt, dann ist aber auch. Ist doch. Leben! Mann, die Dinger, die dich da abschießen, sind ja wirklich scheiße, ne? Das ist so nervig. Ja. Ja, okay. Komm, hau mich nur tot damit.
Hör auf, da rumzuzucken, beweg dich! Ja. Ach ja! Das ist er! Das ist eine Scheiße, ne? Alter, ist das grauenvoll. Und dieser Spawn ist auch grauenvoll. Ja, schubst mich, Junge. Also dieser verdammte, der Spawn da, ne? Der Spawn. Dass die Dinger darauf eingeworfen werden, das ist so... So nervig, ehrlich. Weil du immer getroffen wirst. Und dann kommt dieser komische Zeitlupenmodus in das Spiel. Ja, guck mal hier, es passiert nichts. Das Ding ist nicht mal am Schweben, nicht mal schießen. Ah, ich hab jetzt schon Schaden bekommen. Ja, da... Ja, okay, das Ding fliegt einfach ganz weit weg. Fällt der runter. Ja, cool. Ja, wie lange das auch da rumschwebt, bis es mich mal endlich trifft. Und das ist auch... Alter. Okay, einfach atmen und... Kann ich hier nicht einfach exposen? Glitch. Das ist ja ein absolutes Scheißsegment, ne? Nein, sorry, aber das... Warum baut man sowas ein im Spiel? Ja, ich bin jetzt schon kein Fan. Scheißfass oder so. Ja. Muss der Weg greifen. Was zum Teufel? Ja, ja. So wurde der von dich getroffen. Fletch. Ich will noch eine Flash behalten eigentlich. Wenn ich jetzt hier trifft, dreh ich durch. Flash! Ja, okay. What the fuck? So, muss ich halt alles verballern, aber es ging aber nicht anders, ne? Autsch. Hä? What the fuck? Warum fährt da unten ein Auto? Okay, ich muss hier lang, ne? Da vorne ist Licht.
Ist hier oben was? Eine Fackel. Ich hätte gerne Flashbang. Aber Fackel nehme ich auch. Was ist mit dem Auto, Alter? Hey man, are you alright? Okay. Der Nummer 1 Fahrer, Alter. Hä? Alter, was ist denn hier los? Nehm doch die scheiß Thermoskanne endlich auf, Junge. Oh, das ist aber auch ein Freak, Alter. Drück 7 mal E, er steht daneben. Heb das Ding einmal auf keinen Fall. Muss dich noch 7 Mal schlagen lassen. Ey. Pack die Achse da ein, Junge. Mach dich weg. Ja, das ist schon mehr nach ein Auto nach meinem Stil. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Oh, das wird doch nicht gut enden. Da fahre ich wind dieses Teil drunter her. The fuck? Bumm. Bumm. Oh, verdammter Schattenboden. Und ein paar Leuchtfackeln. Schlimmer als die Bären fallen. Fackel aufheben, dankeschön. Ducken. Trifft die Dinger! Ich hasse jetzt Game. Aua, aua! Ach, immer diese 2 Attacken. Ja, über. Ich kann nicht ausweichen, weil er nicht ausweicht, weil er lieber laufen will. Alan, du machst mich fertig. Du sollst ausweichen. Was macht er? Laufen? Sprinten? Nicht ausweichen? 2 Mal treffen lassen? Geil? Nein, nicht geil, Alan. Renn weiter. Er steht da. Kann ich mehr. Ich auch alles aufheben, ne? So ganz langsam. Lass dir Zeit, Alan. Lass dir Zeit. Autsch, ja. Ja, ja. Das ist ein Typ, Alter. Kommt hier, ihr Affen. Warum gehen die nicht down davon? Ich verstehe es nicht. Weg mit euch, ihr Freaks. Oh, ja. Block mich doch, du Arschloch. Ja. Hast du gedacht, ne? Da tut mich Armut. Das glaube ich eher weniger. Manuskript aufgehoben. Hi. Ihr Sackgesichter.